So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Heute natürlich auch Mittwoch die Raid-Stunde mit Boreus, Voldolos, Demeteros und wie Pablo sagen würde, Demeterios, Bruder, das ist nicht Rey Mysterio, aber er ist trotzdem ganz cool und viele mögen ihn, sagen wir es mal so. Ich habe schon angekündigt, dass ich heute Abend in der Raid-Stunde vorzugsweise Voltolos-Einladungen annehme. Ja? Also wenn ihr einladet und ihr habt ein Voltolos, nehmt das Voltolos und ladet ein. Wenn es was anderes ist, oder wenn ihr halt gar nichts habt, dann keine Ahnung, wie auch immer. Es wird sowieso wieder chaotisch, wie immer. Alle drei Wolkengeister sind auf einmal da. Ich bin gespannt, was das heute Abend wird. Ob es ein Shiny im Stream gibt, ob es noch ein Hunderter im Stream gibt und so weiter. Das aber heute Abend, ich habe nochmal darauf hingewiesen. Nicht, dass mir einer sagt, Ramses, warum hast du denn meine Einladung nicht angenommen? Ich habe es genau gesehen, du hättest es machen können. Ja, vielleicht, weil es kein Voldolos dann war. So, da muss man mal Prioritäten setzen. Jetzt haben wir aber wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Die Umweltwoche liegt hinter uns. Das heißt, wir haben viel Müll, ne? Und viel Schleim. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich habe aber nicht alles mit reingenommen. Irgendwann hatte ich die Nase voll mit Schleim. Deswegen habe ich dann den Schleim rausgelassen. Am besten in ein Taschentuch, ne? Da könnt ihr auch andere Sachen reintun. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Nein, wir fangen jetzt auf jeden Fall an mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Benjamin Engel mit einem Shiny und Ratütox. Ist das etwa der Müll? Ja. Und beim Kejoga, es verfolgt mich. Ein Slimer. War ja auch in der Spotlight-Stunde, aber ich glaube in der Spotlight-Stunde haben die wenigsten eins bekommen, erst so direkt im Event, ja. Er hat nämlich gleich das nächste, ich bekomme Angst, hinterher gepostet. Ihr seht, das ist der 22. Das ist auch der 22. Dann hat er ein Bild geschickt mal, dass er schon 3 Stück an einem Tag gefangen hat. Hat davor aber auch schon eins gehabt, greift sich an den Kopf ran. Dann ein Bild, das eigentlich ist das ja alles im Versteckten, im Kämmerchen, damit ihr seht, aber mal, was hinter den Kulissen so abgeht. Fabian Bellhoth hat ihnen 5 Cent gesendet. Hinweis von Fabian Bellhoth. Guten Appetit, Adi. Es ist immer sehr schön und liebenswert, wenn Leute irgendwie donaten und eine kleine Spende dalassen und an Adi denken, aber 5 Cent, jetzt sagt ihr, Kleinvieh macht auch Mist, Ramse, sei mal nicht so gierig, gönn dir doch 5 Cent. Erhaltener Betrag, 5 Cent. Gebühr, 5 Cent. Summe, 0. Das heißt, man kann das ja über Freunde und Familie senden, dann fallen keine Gebühren an. Eigentlich dachte ich, wenn man direkt auf den Link geht, ist das wie Freunde und Familie, aber man kann wahrscheinlich trotzdem auch Dienstleistung auswählen. Und bei Dienstleistung kommt die PayPal-Gebühr dazu. Und jetzt haben die bei 5 Cent einfach gesagt, 5 Cent, die nehmen wir, tschüss, und das war's. Also, das ist PayPal, deswegen, selbst bei 1 Euro, wer 1 Euro spendet oder so, da kommt vielleicht 90 Cent an, das ist immer noch ein Unterschied, aber 5 Cent lohnt sich halt wirklich überhaupt nicht. Ihr seht, die werden direkt abgezogen, bei PayPal gelassen, das heißt, bei mir kommt einfach gar nichts an. Dann Kejoga, man bekommt alles, außer das, was man möchte, ein Shiny Waumpel, ist doch eine coole Sache. Hab das C4 auch zu Hause, Ramses der Dicke, beim Vorbelaster, der ist ja immer mächtig am Pumpen mit seinem Transformer-Auto, ne? Und guckt gerade irgendwie die Hannes Abschiedsvideo, wo wir das als Energy-Drink hatten, aber irgendwie meinten die in der Fitness-Szene, dass das ja Pulver ist, ja? Damit der Body einfach transformiert und man aussieht wie Braun Strowman. Dann haben wir ein schönes Bild gefunden vom Frühlingslabras und alle so, ist das echt? Wann kommt das? Kann das was? Ist natürlich nicht echt, aber ich wollte mal eure Meinung da wissen, als ich das gepostet habe, wie ihr das findet. So viel zum Thema Shiny. Ein Unratütox hat zwar keine Augen, aber man könnte sagen, das steht einfach rückwärts da. Deswegen. Kejoga, das ist die Kejoga Edition, vor der Haustür. Ist doch auch mal schön. Shiny Sonkern. Vorbelastet, Shiny Unratütox. Jojo gönnt sich hier ein mächtiges Kryptomacholo. Habe ich auch viele rausgelassen. Aber Macholo ist noch eins der nützlicheren Pokémon, also Machomai, deswegen habe ich das dann doch reingepackt. Aber so viele Leute haben was geschickt, was sie zu einem 100er erlösen könnten.
Habe ich alles rausgelassen, ist immer zu aufwendig. Hab dann die rein, die es zu einem 100er erlöst haben, reingenommen. Oder halt das Marollo, weil das ja trotzdem heftig ist. Vorbelastet auch. Nochmal Slimer. Noch eins. LOL. Beim Jojo noch ein. Krypto ist das jetzt. Da fehlen 4 Punkte. Da fehlen 4 Punkte. Das ist beides genau dasselbe. Das ist schon der Schocker der Woche. Vorbelastet. Viertes Shiny Slimer im Event. Das Vieh verfolgt mich. Ihr seht, die haben alle irgendwie Verfolgungswahn. Nur weil sie mal einen Slimer finden. Und dann noch eins. Drehen sie alle durch. Nice. Erster Raid heute beim Jojo. Dimeteros. 100% gegönnt. Polu. Endlich auch Shiny und Ratytox. Kate Joker. Warte mal. Zack, das muss richtig klatschen. K-Joker, Slimer, aber auch ein Knofenser hinterherbekommen als Shiny und ein Spoing, da hat er sich dann wieder gefreut. Vorbelastet, seltener Gast, hier ein Dragoran wild gespawnt. Wann habt ihr das letzte Mal ein Dragoran wild gefangen? Und habt ihr überhaupt schon mal ein Dragoran wild gefangen? Selal, eines Tages, mein Sohn, werden die Rocketballons wiederkehren. Ne? Und sie sind da. Mittlerweile hat sich was getan, aber ihr seht, da sind auch schon Memes draus entstanden. Selal hat sich hier ein 100er Vulpix erlöst, hat einen Son Goku gefangen und ein Goku-Bonbon. Dann hat er es wahrscheinlich vielleicht trotzdem... Nee, getauscht hat das nicht, sonst hätte er 0. Egal. Selal, ein bisschen um zu ärgern mit dem 187er Krypto Shiny Tarnel. Ne? Ist mir doch, solange ich kein einziges Krypto Shiny habe, habe ich auch nicht den Zwang, alle Krypto Shinies zu haben. Da lieber also die ganzen Familien so voll ohne Krypto. Noch ein Shiny Charmian bei Selal und er zeigt uns seinen Biergarten und seinen Kräutergarten. Sieht natürlich auch schön aus. Ivanovic hätte eigentlich der Schocker der Woche sein müssen. Er hat nämlich jetzt alle drei Tiergeister in 100%. Voldolos hat er sogar zweimal. Bin ich ein bisschen neidisch. Voldolos wäre auch noch eins gewesen, was ich gerne gehabt hätte. Haben aber viele schon gesehen und mitgekriegt in der Gruppe, deswegen haben wir das nicht zum Schocker gemacht. Was aber lustig ist, er wollte dann für das Boreos ein paar Bonbons farmen, hat also gestern ein Boreos-Raid gemacht und hat da direkt auch nochmal ein 100er bekommen, diesmal halt auf der Wolke, wollte nur die XL-Bonbons. Manchen werden die hinterher geworfen, andere müssen was dafür tun und drehen durch. Chevy mit einem Shiny-Kastatur hat er auch direkt entwickelt, PvP-Killer, sieht schon echt cool aus, ne? Shiny Dummiesel noch gegönnt. Gewonnene Raids 21. Da habe ich ja gestern schon mehr gemacht. Das ist auch was, was ich nie sehen werde, denn jetzt, wenn ihr einen Levelaufstieg habt, gibt es ja immer diese Statistiken und diese Zusammenfassung. Auf der anderen Seite ist das aber auch komplett Bullshit, weil es stimmt eh nicht, was da steht. Die Leute steigen im Level auf, dann machen sie 50.000 Raids, dann steigen sie wieder ein Level auf und dann steht da gewonnene Raids 2. Und die denken, hä? 2? Erzähle nicht. Hier auch 21 Raids. Stimmt auf jeden Fall nicht. Ali kriecht gerade in den Wäschekorb. Beziehungsweise versucht gerade in die Wäsche irgendwas. Ja, vielleicht ist er schmutzig. Chevy außerdem Go for Platin, beste Community der Welt, hat sich auch einen neuen Account gemacht und den Empfehlungscode eingegeben von mir, um da zu helfen, die Medaille zu verplatinisieren. Rams ist Platin, Dankeschön dafür, auch an alle, die bis jetzt da mitgemacht haben, die sich sogar mehrere neue Accounts gemacht haben. Wenn ihr noch mithelfen wollt, mein Empfehlungscode steht ab jetzt auch immer in der Beschreibung unten mit drin, bis ich dann Platin habe, dann würde ich den wieder rausnehmen, weil ansonsten möchte ich das Feature einfach nicht nutzen. Geht aber nur, wenn ihr einen ganz alten Account habt, der 90 Tage nicht im Spiel war, dann könnt ihr das eingeben. Oder wenn ihr einen komplett neuen Account macht, dann könnt ihr das eingeben. Ansonsten habt ihr dieses Feld nicht, denn das Feld kommt, wenn ihr die App startet. Hast du einen Empfehlungscode? Ja, nein. Ihr könnt nicht, wenn ihr aktiv seid, Empfehlungscodes nutzen, aber das verstehen die meisten trotzdem nicht. Chevy ist hier noch ein Shiny Boreos gegönnt. Steven hat mir ein Video geschickt, wie er einen Glückstausch gemacht hat. Also ich glaube, das war random, aber er hat auf jeden Fall er hat getradet, er hat sich einen Shiny Quiegel gegönnt und das ist dann einfach lucky geworden mit 100%. Ich habe trotzdem so mal ein Bild gemacht von der Übersicht. Mann, jetzt will der in dem Ding rum die ganze Zeit. Heilige Mülltüte beim Söre, noch ein Shiny unter Tütox. Es ist doch ganz einfach, wenn die Waage 3 Tage eine Inzidenz unter 100 anzeigt, sind wieder Öffnungen des Kühlschranks nach 21 Uhr erlaubt. Das ist schön zur aktuellen Lage und ein bisschen noch mit Humor. Ne? In der Pandemie macht ein verkaufsoffener Sonntag nur Sinn, wenn man Kauf weglässt. Ein
versoffener Sonntag, ne? Versteht ihr das? Ich werde es euch übersetzen. Jennifer hier auch, 100er Owa erlöst. Plus Shiny Nidoran. Izog hier, 100% Krypto zu Viris. Das auf jeden Fall ein Lümmel. Und mein Leben steht auf der Kippe. Eine Kippe? Mein Leben. Alles, was... Also er hat da nicht zu viel versprochen. Patrick hier auch mit 100% Krypto. Tarnel, sehr heftige Sache. Da würde ich sofort eine Lade-TM draufgeben, wenn das meins wäre. Da wüsste ich endlich, was ich mit meinen machen soll. Ziemlich unnütz, aber 100% beim Prax. 100% Kikuki. Trotzdem sehr cooles Pokémon in der 100er Sammlung. Sarina hat sich hier ihr Level 50er, 100%iges Best Buddy Krypto Despota gegönnt, nach der Rocket-Zwangspause endlich die restlichen XL-Bonbons bekommen und jetzt der bislang teuerste Spaß, den man in meinem Beidel finden kann. Ob das Beidel verschrieben ist oder das Beidel Absicht ist, ich finde Beidel ist auf jeden Fall ein gutes Wort. Ich sage auch öfters mal, kannst du mir mal mein Beidel geben? Einfach nur so und alle ein bisschen behindert und ich nehme mein Beidel ist da drüben. So, Daniel Love auch hier mit einem 100er Kikugi, Sir Ups, Shiny Magnetilo, Kiss My Shinies, Shiny Sonnenkern, Shiny Crypto Canivania, hat auch endlich seine 400 Shinies vollgemacht nach dem C-Day. Heiko zeigt uns hier seine Ausbeute, auch noch Skobbelknopfense dabei, über die Mülltüte braucht man nicht reden, da wird sie uns aber nochmal angezeigt. Elias hat einen 100er bekommen von der Aufgabe Fange 40 vom Typ Pflanze, 100er Dickda mit Hahn auf dem Kopf und ein Shiny Mirapla. Leon Petzold, ihr kennt ihn auch als 123 Kid, hat endlich ein Shiny Togepi bekommen. Das noch Wunder geschehen, wie gesagt, da braucht er meins ja nicht mehr. Obwohl, das hat einen Blumenkranz und er will ja jetzt auf einmal noch eins auch ohne Blumenkranz. Eigentlich hat er gesagt, es ist egal, ob mit Blumenkranz oder ohne. Er möchte nur eins, was er zum Best Buddy machen kann. Jetzt hätte er hier eins mit Blumenkranz und sogar als Lucky, ne? Aber er kriegt den Hals nicht voll. Mal gucken, wie wir das machen. Mike Dirksen, auch hier Shiny Alola Kokobai gegönnt. 2,7, gutes Level auf jeden Fall. Sehr fail. Da war es auch mal grün. Wurstsalat. Wenn ihr auch einen Wurstsalat habt, schreibt es mir in die Kommentare. Charlene Löwe, kurz bevor es den guten in Shiny gibt, hat mein Mann ihn sich als 100er geholt. 100% farbige. Heftige Sache. Noch nie gesehen. Gut, einmal gesehen. Irgendwann. Jetzt hier das zweite Mal gesehen. Aber ihr werdet das heute noch ein drittes Mal sehen. Deswegen ist es auch kein Schocker der Woche. Lost Lift auch. An zwei Tagen nur komischen Müll gefangen. Beste Janis hier. Neues Pokémon, neues 100er. Vielleicht nächste Woche bei Raider Mittwoch. Ist mit drin, auf jeden Fall. Henry Conle, auch 300%ige Demeteros in der Tiergeistform. Ich habe nur zwei, er hat drei, hat er eins mehr. Aller guten Dinge sind drei. Eins hätte mir noch gefehlt. Vielleicht kriegt man noch eins auf der Wolke, aber wie, wenn wir es nicht raiden? Das wird nichts, auf jeden Fall. Ramalat der Dicke hier, 100% Magpie, auch sehr cool. Baby, 100er, immer heftig. Nicht entwickeln, lasst die so, wie die sind. Die könnt ihr nur aus Eiern brüten, die könnt ihr nicht aus Buben oder mit Maps finden oder botten, cheaten, machen, tun. Lasst die so, wie die sind. Lasst die Babys in Ruhe, ja. Dann Thomas mit einem Shiny Eneko, Elke mit einer 100er Ente und einer Shiny Ente, aber einer anderen Ente. Guck, das ist, ja... Plus Elke, 100% Pyroleo, 0,1 Promille, also der ist schon fast wieder nüchtern. Benjamin zeigt uns hier ein Shiny Bisaflor. Ihr seht, das ist nicht wild, da ist ein Premierball. Das heißt, das ist aus einem Mega Raid danach entstanden, gefangen. Mega Raid, habt ihr auch schon mal ein Shiny aus einem Mega Raid bekommen? Schreibt's mal rein, hier hat er noch ein 100er Igamaro drin. Zeigt uns auch sein Shiny Mew. Gregor zeigt uns einen richtigen Hasen mit 100% plus ein brennendes Dog. Fukano 100%. Gregor zeigt uns auch sein Mew mit 89%. Also die ganzen Mew-Vergleiche gehen jetzt wieder los. Alt und ausgelutscht, immer diese Mew-Vergleiche. Thomas Speck 100% Weil, Wühl, Wiel am Kaiserstuhl. 100% Ohafnir. Ich komme auf den Namen immer noch nicht klar. Getradet, lucky geworden, 100% geworden, heftige Sache, würde ich gleich hochziehen und maxen. Getradet, lucky geworden, 100% würde ich gleich hochziehen, würde ich gleich maxen. Auch vom Thomas Speck. Demeteros, warum nicht? Ich sag doch, jeder hat ein 100er Demeteros in der Tiergeistform. Danke, Niantic, dass ihr die 100er Rate so hoch gemacht habt.
Heiko, Arenaleiter, 106.000 Stunden. Wie viel habt ihr? Könnt ihr mal nachgucken, das unten reinschreiben. Zeigt uns auch noch hier seine Mülltütensammlung als Hunderter, als Shinies. Die stinkenden, die schon glitzern außenrum, hat er schon in die Arenen verteilt, dass da keiner hingeht und das vergammelt. Und ein Viertes ist ihm sogar geflüchtet. Das ist aber sehr schön. Glückwunsch an der Stelle. Jan Lehmann zeigt uns auch hier noch ein Shiny Krypto Tarnel. Lennart mit einem wilden Megani. Man merkt, die Umweltwoche war da. Überall Pflanzen angebaut worden. Shiny Skoppel auch beim Lennart. Sichlor Shiny auch beim Lennart. Hannes Shiny Mankey. Shiny Vipidis. 100er Azuril. 100er Blumenkranz Pichu. Shiny Knospi. Shiny Skoppel. Karin Suell. Aus Elsdorf, Westermühlen, auch 100% Farbigel. Das zweite heute, das seht ihr, habt ihr schon ein 100% Farbigel? Gibt's ja wie Sander mehr, wie man hier sieht. Lecker, zweites Shiny Riolu, Familie damit voll, zwei Finger. Wie Farbi hier, Shiny Riolu, Glückwunsch. Ist auf jeden Fall auch ein selteneres Shiny und sehr begehrt. Plus Shiny Spoink hat er sich noch eins hinterher, wie geil, schreibt er da. Bobamo, würdest du 100 Kilometer für so ein Ei laufen? Ich auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall auch. Beziehungsweise schreibt die Meister wieder David. Eierschaukel. Grüße an VisaFanTV. Vorhin Manscaped-Werbung gesehen, auch für die Eier. Also richtig genial. Habt ihr schon mal die Manscaped-Werbung gesehen? Die finde ich sehr cool gemacht. Die war vor einem Video von mir. Ich muss sagen, das ist die coolste Werbung, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Und damit mache ich auch schon Werbung für Manscaped. Vielleicht sponsern die mich dann kann ich euch zeigen, wie man Eier rasiert. Da sind auf jeden Fall in dem 100 Kilometer Altern Shiny Legendäre drin. Das wäre eine sehr nette Sache, wenn ihr dann so ein irgendwas bekommt, ein Bidizer. Okay, wir machen weiter. So, Bobamo zeigt uns hier, Flugzeug trinkt, weil Flugzeug ist auch legendär und... Kannte ich schon das Bild. Brainy Stendal, Shiny Goldini, Geitsch nochmal mit einer Shiny Mülltüte zum Abschluss. Und jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Hannes. Ich wollte es nämlich ganz klassisch machen. Geht mal weg mit euren Krypto 100%igen Shinies. Geht mal weg mit euren legendären Glücks 100%igen Shiny Krypto Pokémon, was gar nicht möglich ist. Gönnt euch einen Hannes. Der Hannes hat am Freundschaftstag, da gab es etliche Bisaflor wild zu fangen. Er hat da eins gefangen, das ist shiny geworden und beim Bewerten hat er festgestellt, es ist sogar ein 100%iges und das legit bei sich am 24.04. in München, Bayern, da wohnt er. Da steht nicht New York, da steht nicht Saragossa, da steht nicht sonst was, das ist in dem Sinne nicht mappt, bot, kackt. Das ist einfach nur Glück und das finde ich sehr cool, denn Bisaflor immer noch richtig cooles Pokémon, richtig schönes Pokémon. Kando, erste Generation, auf jeden Fall meine Lieblingsstarter. Ich hatte ja auch Glück am Freundschaftstag und habe beim dritten Bisaflor, was ich angetippt habe, auch ein Shiny Bisaflor bekommen. Ein wildes Shiny Bisaflor. Ich habe mich richtig gefreut, auch wenn das nur 38 WP hatte. Aber er kriegt eins mit einem richtig guten Level und sogar 100%. Das finde ich irgendwie am schönsten. Das hat mir am meisten imponiert. Auch wenn wir viele andere coole Sachen hier drin hatten. Trotzdem, wir sehen uns heute Abend in der Raid-Stunde. Denkt dran, wenn ihr die Möglichkeit habt, für einen Voltolos einzuladen, dann ladet für Voltolos ein. Wenn ihr seht, da ist ein Boreos und ein Voltolos, ladet nicht für Boreos ein. Ladet für Voltolos ein. Davon abgesehen, ladet nicht ein, wenn ihr ganz alleine seid und dasteht und denkt, hey, wenn ich jetzt einlade, steht mein Name in dem Stream und Ramses schimpft die ganze Zeit, weil ich ihn einlade und ganz alleine bin und immer zu die anderen Einladungen überrumpel. Das natürlich auch nicht. Setzt euch zusammen, plant das, ihr wisst alle, am Mittwoch 18 Uhr ist die Raid-Stunde, ihr habt immer eine Woche Zeit, euch darauf vorzubereiten, dann... Connectet euch einfach mit 3, 4, 5 Leuten. Wenn einer einlädt, 5 andere, seid ihr 6, ihr schafft jeden Raider mit. Aber sprecht euch vorher ab, setzt euch zusammen. Und wenn ihr nur 5 seid und noch einen Platz habt, aber eh einen Raid macht, ladet mich ruhig mit ein. Dann würde ich auch mithelfen und zu 6 schaffen wir das. Setzt euch nicht hin, macht den Raid auf und ladet einfach random 5 Leute ein.
Es wird meistens sowieso keiner durch Zufall reinkommen. Wenn ihr ganz viel Glück habt, kommt vielleicht mal einer rein und dann schafft ihr es aber auch nicht. Das aber nur ein Tipp am Rande. Man redet eh vor die Wand, weil es keiner umsetzt oder keiner zuhört. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses, beziehungsweise bis heute Abend in der Redmania.